Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin jetzt schon am Wasser. Da hinten, irgendwo da, ist mein Bellyboot. Das werde ich jetzt aufbauen. Dann geht's raus auf den See. Ich bin halt ganz alleine unterwegs. Drehe eine Solo-Folge quasi. Und guck mal, ob ich ein paar morgendliche Barsche auf die Schuppen nehmen kann. Ich habe voll Bock. Voll komisch, ey. Hier ist ein richtig creepy Wohnhaus. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt mein Belly aufpumpe, ohne hier großartig Lärm zu verursachen. So, bei 22 Grad Wassertemperatur hoffe ich, dass ich jetzt in den Morgenstunden mal auf Top oder was kriege. Johnny Walker. Mein Lieblingsstickbait. Oh yes. Fisch, da ist der erste. Yes. Ein kleiner Barsch. Ein Schneidert. Der ist aber noch zu klein. Aber Anfang ist gemacht. Oh, da war ein Hopfen. Das war ein Hopfen. Oh, yes, ich hab ihn. Ich glaube, ich hab ihn. Ich glaube, ich hab ihn, Leute. Oh, Alter. Alter. Das ist ein großer Fisch. Oh, yes. Gesehen, dass er da an der Oberfläche war. Oh, Alter. Oh. Alter, der Power. Oh. Heftig. Oh, oh, oh. Bitte geh nicht ab, bitte geh nicht ab. Fette Maschine, ey. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, jetzt will ich nochmal unter das Boot ziehen hier. Alter, der will nicht. Der will noch nicht. Oh, ein ganz kleiner Köder, ey. Uiuiuiuiuiui. Da ist er. Komm, komm, komm her. Yes, 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 yes. Geile Scheiße, ey. Schöner Kavent Aparonski. Auf dem kleinen Chatterbait. Da ist er. Schöner, fetter Rapfen. Geile Nummer, Leute. Yes, das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Geil. Leute, ich kann den leider irgendwie nicht gut präsentieren. Ich guck mal, ob ich es andersrum hinkriege. Ah, ne, kriege ich nicht anders hin. Da schwimmt er. Gerade reingesprungen. Yes, geiler Fisch. Barsch gefangen, direkt gesehen, da ist der Rapfen hingeworfen und direkt bam raufgeknallt. Geile Nummer, ey. Nächster Barsch, Leute. Ein Barschi, Barschi, Barschi. Jo. Da sind sie. So sehen sie aus. Bisschen größer können sie noch werden. Hier sind kleine. Wo sind die großen? Wo sind die großen Barsche? Da, da, da. Komm, 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 komm. Komm, da. Jetzt hab ich ihn. Jawohl, ich glaube, das ist ein guter Barsch hier. Geht schon. Na? Oh. Der hat sich hier in meiner Hose verschwommen. Ja. Der geht. Der erste vernünftige Barsch heute. Bisschen Luft ist noch nach oben, aber der geht doch schon mal auf Topwater. Johnny Walker, der war der Übeltäter. Jetzt hängt er. Oh, der ist besser. Ja. Nein, abgehört. Shit. Shit, 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 der war besser. Könnte der größte Barsch des Tages gewesen sein. Und da hat's geraubt. Direkt hinwerfen und kommt da, kommt da, kommt da.
Da, komm schon, komm. Ja, ah, da. Kommt er nochmal? Kommt er nochmal? Mann, gibt's da nicht zwei Bisse hintereinander verkackt. Keine Menschenseele weit und breit. Kurz noch sechs haben wir es jetzt. So, machen wir die Oberflächen-Süßigkeiten-Kiste mal auf. Was nehmen wir denn? Ich glaube sowas hier. Hat so einen kleinen Propeller hinten dran. Nicht ganz nice. Nicht zu groß. Ich gehe jetzt mal eine Nummer kleiner. Vielleicht ist die Brut hier noch ein bisschen zu klein. Hier einen großen. Ich probiere es erstmal mit dem kleinen hier. Oder vielleicht mit dem Weißfisch Johnny Walker hier. Auch nicht. Leute, ich weiß einfach jetzt schon, dass in den Kommentaren die Frage kommt, mit welcher Route ich gefischt habe. Einmal die Zec Swift, 2,13 Meter mit 18 Gramm. Das ist eigentlich so meine Lieblingsroute, damit kann man alles machen. Da kann man super geil auf Barsch mit angeln. Dann, wie ihr gerade gesehen habt, Rapfen, Zander, leichtes Zanderangeln ist auch gar kein Problem. Ich habe schon mit der Route mal 1,07 Meter Hecht gefangen. Ich habe sogar auf Ostsee auf Dorsch mit dem Stückchen hier geangelt. Gibt es auch noch mal ein bisschen straffer in 2,28 Meter war das, glaube ich. Hat ein bisschen Wurfgewicht mehr dann, 10 Gramm mehr. Aber ich sag mal so, für die Angelei vom Bellyboot hier in so kleinen, flachen Seen. Die Route findet ihr wie ganz viele andere Sachen, die ich fische, unter anderem auch das Bellyboot, bei Zec Fishing im Onlineshop. Und wenn ihr da was bestellt, dann nutzt den Aktionscode Yoshi, dann bekommt ihr zu eurer Bestellung was gratis dazu. Ihr unterstützt meinen YouTube-Kanal. Und ja, ihr könnt euch ein geiles Geschenk aussuchen. Ab 100 Euro, glaube ich, könnt ihr euch sogar ein Yoshinator-Shirt aussuchen. Ich werde jetzt einmal komplett nach da hinten zur Brücke fahren. Gucken, ob da im Brückenschatten vielleicht noch ein paar dicke Barsche sind. Und dann hoffe ich, dass ich noch ein paar größere kriege, weil ich habe was, eventuell was vor. Fisch. Yo, schöner Barsch. Yes. Yes, 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 yes. Der muss jetzt nur noch rauskommen hier. Jawoll. Jawoll, 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 jawoll. Da haben wir doch einen schönen. Sehr schön. Und wisst ihr was? Ich glaube, den gibt es heute zum Mittagessen. Perfekte Größe. Jetzt wird es laut, sorry dafür. Aber der wandert jetzt in den Himmel. Ich habe es jetzt schnell gemacht, habe den schnell in den Himmel geschickt, wollte den jetzt nicht unnötig quälen. Der hat einen auf den Deckel bekommen und dann Herzstich. Ist das der schnellste Tod und so wie man es machen soll. Und der hat genau die richtige Größe für ein schönes Mittagessen. Da habe ich mir schon was richtig Cooles überlegt. Also bleibt dran, Leute, gibt einen Catch and Cook. Ein zweiter davon wäre allerdings super, weil mit einem wird es eine Vorspeise. Und damit er mir jetzt nicht weggammelt, habe ich eine Kühltasche mit. Oh, ein Y-Food gönne ich mir gleich. Mit einem Kühlakku. Und da will ich den Fisch jetzt reinlegen, damit er schön kalt bleibt. Und vielleicht gesellt sich ja noch einer dazu. Ja, auch kein ganz schlechter. Schön hoch, oder? Der ist aber zu klein. Der wandert wieder rein. Ist das der zweite Barsch für die Pfanne? Ja, 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 ja. Der hängt ganz knapp. Der hängt ganz knapp und... Aber der ist doch ein bisschen klein für die Pfanne. Aber trotzdem schöner Fisch. Den habe ich ja gerade noch mal gerade so gekriegt. Mit dem Wasserleise dran. Du darfst noch ein Jahr wachsen. Jetzt haben wir noch mal einen. Oh ja. Der kämpft gut. Oh. Zeig mal her. Immer noch nicht ganz die richtige Größe. Ein bisschen größer müssen sie sein. 5 cm noch. Oh, 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 Leute. Wir haben einen. Und der fühlt sich gut. Nein! Ärgerlich, ein paar gute Fische verloren. Ich probiere jetzt noch mal einen letzten Spot, so ein kleines Strandbad. Und dann breche ich auch ab. Bis jetzt leider nur ein Barsch, der so in die Pfanne passt. Aber dann gibt es halt ein bisschen mehr Salat dazu. Desto höher die Sonne gekommen ist, desto schlechter wurde es, leider. Aber trotzdem, heute Morgen hat mega Laune gemacht. Und der Wind hat auch ein bisschen aufgefrischt hier auf dem
Auf der Havel ist Leben erwacht. Hier ist alles voll mit Booten. Mal gucken, was der letzte Spot bringt. Ich werde hier auch mal ordentlich durchgeschüttelt von den Wellen. Und dann fangen wir hoffentlich noch ein, damit sich das auch lohnt mit dem Auseinandernehmen von den Fischen, ne? Wir haben jetzt kurz nach elf. Halb elf. Halb elf haben wir's. Wird jetzt ganz schön warm und ganz schön unangenehm. Die Fische beißen seit anderthalb Stunden gar nicht mehr. Ich denke, heute Abend wird es erst wieder losgehen. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Hauseweg. Halt nochmal kurz beim Bäcker oder im Supermarkt an und hole ein paar Zutaten für später. Also sehen wir uns gleich bei mir in der Küche. Angekommen in der Küche zu Hause ist übrigens das letzte Tutorial in dieser kleinen bescheidenen Küche. Ich ziehe nämlich bald mit meiner Freundin um. Ich habe hier schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar gibt es heute feinste Barsch-Fischbrötchen. Dafür haben wir einmal ein bisschen Sonnenblumenöl, ein bisschen Butter, ein paar Gewürzgurken, Remoulade, Zitrone, ein bisschen Babyspinat. Schmeckt lecker. Mehl. Und von meinem Kumpel Klausi nochmal ein Fischgewürz. Das brauchen wir allerdings erst gleich. Davor müssen wir nämlich erstmal den Fisch präparieren. Der ist schön gekühlt gewesen aufgrund des Kühlpacks in der Thermotasche hier. Sonst wäre der schon Matschepampe. Den Kumpel werde ich jetzt erstmal entschuppen und dann filetieren. Mal roter. Jetzt werde ich hier gerade den Fisch entschuppen mit dem Messer. Allerdings fliegen die Schuppen hier in der ganzen Küche rum. Ich glaube, ich mache das nächste Mal dann lieber am Wasser. So, entschuppt ist er. Jetzt wird er noch filetiert. Und dann kommt er ab in die Pfanne. Aber echt krass, guckt euch mal an, wie viel Schuppen so ein Barsch hat. Das ist echt unglaublich, wie viel. Von einem. Ich weiß schon, warum ich die sonst immer aus der Haut pelle. Wer das Video noch nicht kennt, kann sich das gerne mal reinziehen. Ist unter dem Video hier verlinkt. So, Filets sind jetzt runtergeschnitten. Und da ist auf jeden Fall nicht mehr viel dran. Da kann man sogar durchgucken, wenn man den ins Licht hält. Jetzt müssen wir hier noch, weil ich die Bauchgräten durchgeschnitten habe, müssen wir die Bauchgräten jetzt einmal ganz fein abtrennen. Bauchgräten ab und hier haben wir jetzt das ganze Filet und können es sogar mit der Haut essen und auf der Haut braten. Und das geht doch schon. So, jetzt nicht abwaschen die Filets, da geht der Geschmack verloren. Einfach mit dem Zewa einmal ein bisschen rüber gehen. Bisschen Temperatur, nicht zu doll. Da kommt ein bisschen Sonnenblumenöl rein. Man kann auch Rapsöl nehmen, kein Olivenöl, das kann man nämlich nicht so heiß erhitzen. Ein bisschen Würze, nicht zu viel. Einfach ein bisschen rüber von beiden Seiten. So. Dann kommt noch eine Prise Mehl rüber. Über die Filets. Damit die auch schön knusprig werden. Und dann wollen wir die nur auf der Hautseite braten, damit die schön kross werden. Aber trotzdem noch saftig bleiben. Man hätte jetzt auch irgendwie noch Bratkartoffeln dazu machen können, aber bei 30 Grad ist so ein kleines Sandwich mit einem Stückchen knusprigen Fisch, glaube ich, genau das Richtige. So, die Pfanne ist jetzt ein bisschen auf Temperatur, aber wie gesagt nicht zu heiß. Und dann legen wir die Filets schön ins warme Öl. Lassen wir sie doch wieder schwimmen. Ziehen sich ein bisschen zusammen. Und ein bisschen runterdrücken, weil die wirbeln sich jetzt natürlich wegen der Haut, weil die sich so zusammenzieht. In der Zwischenzeit können wir hier schon mal weitermachen. Und zwar habe ich, ja, man kann es selber machen, ich war jetzt aber zu faul, muss schnell gehen, einfach eine Remoulade. Und um die ein bisschen zu verfeinern, Gewürzgürkchen. Noch klein reingeschnippelt. Ich glaube, eine kleine Lauchzwiebel habe ich da auch noch rein.
habe jetzt hier ein Baguette und habe da so ein bisschen eine kleine Kuhle reingemacht, dass die Remoulade an den Seiten nicht so rausfliegt. Da kann man jetzt kurz bevor Schluss ist, noch ein bisschen Butter mit reingeben. Gibt es nochmal einen guten Geschmack. So muss er aussehen. Und oben noch fast glasig. So, da ist das knusprige Barschfilet perfekt durch. Wird jetzt hier einmal drauf drapiert. Bisschen frische Zitrone rüber. Ein bisschen Babyspinat. Decke drauf. Und fertig. Sieht das lecker aus, Leute? Vorhin noch im Wasser gewesen und gleich in meinem Bauch. Oh, herrlich, Leute. Kühles Bier. Dazu zwei Barsch-Sandwiches à la Yoshinator. Kleine Chill-Ecke. Und ich glaube, wenn ich das gleich verputzt habe, kann es eventuell sein, dass ich ein kleines Nickerchen mache. Ich bin ja um 4 Uhr losgefahren, heißt, ich war um 3.40 Uhr und hat mein Wecker geklingelt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Checkt auch mal mein Insta-Profil ab. Wird hier unten eingeblendet. Und jetzt gibt es nochmal eine Live-Reaction. Richtig gut. Auch die Gewürzgurken in der Remoulade verfeinern das Ganze noch mal so ein bisschen. Richtig nice, Leute. Schmeckt richtig gut. Die knusprige Haut. Fisch ist noch schön saftig. Ein bisschen was Knackiges. Der Green Shit. Mmh.